So, wir sind Mackie entdeckt hier. Aber, was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich es vergessen. Lass mich überlegen. Jetzt fällt es mir nicht mehr an. Dann wird es nicht so wichtig gewesen sein. Ja, heute ist nicht... Also, ich hatte echt Panik heute. Weil ich davon ausgegangen bin, dass wir heute echt die Zähne ziehen. Aber ich dachte, nö, machen wir nicht. Wir müssen erst die anderen Zähne machen, die haben erstmal Vorrang. Er sagte, solange ich jetzt keine Zahnschmerzen habe wegen dem Zahn, brauchen wir da nichts machen. Deswegen, das ist dann nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich halt Urlaub habe, wird ja gezogen. Sie sagte dann, in 2 Wochen vielleicht. Also in 2 Wochen habe ich wieder Nachtschicht. Und sie sagte dann, ja, aber wir müssen dann den Zahn ja auch ziehen dann. Dann werden sie wahrscheinlich eine Woche flachlegen. Ich sagte, dann im Dezember erst. Also ab 19, da habe ich Urlaub. Ja, können wir machen. Da sind wir noch da. Dann können wir das dann machen. Dann wird nämlich dann der Zahn gezogen, dann habe ich Urlaub, dann brauche ich mich nicht krank schreiben lassen. Das ist schon schlimm genug wegen dem Rücken. Ja, ich gehe halt generell nicht gerne zu Ärzten. Also ich bin da jemand, der sagt so, nee, kein Bock drauf. Brauche auch nicht, weil die muss halt alle 3 Monate zum Arzt. Hat heute Morgen ihr Spaß. Wo ich dann wieder kam, wenn mir die Fresse weht hat. Und jetzt bin ich halt gerade so nebenbei ein bisschen am Naschen, Kaffee trinken. Und schön entspannte Musik angemacht. Und ich muss halt auch noch zur Physiotherapie, Psychotherapie wollte ich schon sagen. Zur Psychotherapie. Nur ich habe da noch keiner ins Telefon gekriegt. Wegen Termin machen. Und die sind halt gleich bei uns in der Ecke, nur bei uns, da kannst du halt mit dem Auto nicht hinfahren, weil der ist mal voll, der Parkplatz. Und du kommst mit dem Auto doch nicht mehr raus, im schlimmsten Fall. Also da musst du schon echt Glück haben, dass sich deiner raus ist, ansonsten keine Chance. Ne? Wie gesagt, Ärzte generell, da bin ich kein Freund von. Danach ist quasi bei mir so die Darkest Dungeon, quasi der schlimmste Ort, an den ich hin muss. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass sie spritzen oder so. Ich habe einfach nur was dagegen, wenn sie diese komischen Maschinen da, die Geräte anmachen, da wird mir so bläh. Ich hab schon wieder Magenschmerzen. Ja, Psychotherapie. Kann nie schaden, jemanden Knacks in der findet er sich. Ja, bestimmt. Wenn der meine Geschichte lesen würde, die ich immer zwischen... Also ich mache ja so eine Story, die ich ja schreibe. Wenn das jemand lesen würde, der mich nicht kennt, der würde sagen, Alter, du bist bescheuert in der Birne. Dann kommt man nur so auf psychopathische Sachen. Du kannst doch einen Menschen doch nicht einen Pfeil durch die Brust jagen lassen. Ja, warum nicht? Serienkiller, sag ich schon, Kriminalautoren, die schreiben ganz andere Dinge. Wir schreiben richtige Morde. Also was ist wohl schlimmer? Um 17 Uhr? Warum? Da habe ich meinen LKW geschrottet, weil ich zu dir rüber geguckt habe. Das ist um 17 Uhr. Deine Schulung? Ah, okay. Da musst du das gleich reinschreiben. Also Stephen King habe ich nie gelesen. Aber ich habe auch schon Kriminalbücher gelesen. Ich habe von Castle die Bücher gelesen. Meine Mutter hat sehr viel von Stephen King an Büchern. Immer geradeaus. Und, die hat die alle gelesen. Die hat ja steht ja auch so auf Stephen King. Also ich habe hier was von Castle, habe ich hier. Ist auch so kriminal. Warte, lass mich mal kurz gucken. Muss mal eben. Gucken.
Richard Castle heißt der, also der Autor. Ist Schriftsteller und auch Schauspieler, der Mann. Kann dir nachher mal ein Bild schicken. Was ich auch so genannt gelesen habe, war. Ich habe heute noch drüber gesprochen. Wie hieß es denn jetzt? Boah, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Carlos. Auch sowas. Also, er ist keine Krimi. Aber sowas mit Hexen und sowas. Ja, aber die sind auch ganz gut geschrieben. Ist sogar von der Streamerin, die ich durch Zufall durch Gronkh entdeckt habe. Die schreibt halt Bücher. Ich habe das neueste Buch von ihr auch hier. Sag mal, wie soll ich denn den da rausholen? Oh Mann. Aber noch nicht gelesen. Kann ich dir auch mal ein Bild schicken von. Von Richard Castle hast du noch nie gehört. Ist auch, das ist sehr gut, das Buch. Kannst du eigentlich auch im Englischen lesen, weil du bist ja des Englischen mächtig. Gibt halt in englischer und deutscher Verfassung. Muss aber Amazon mal gucken. Ich schicke dir nachher mal ein Bild. Wenn ich dran denke. Dann schicke ich dir mal ein Bild davon. Von dem. Kann ich dir nur empfehlen. Ist echt gut. Ich habe die ersten Bücher, die ich von ihm gekauft habe, die habe ich durchgesuchtet. Es gibt auch eine Serie davon, die heißt Castle. Die gehen mit so in die Bücher. Mit Nicky Heat. Aber die kannst du halt nicht mal auf Amazon gucken, die haben sie rausgenommen. Biege nach links ab. Die Hasen kloppen sich schon wieder. Immer geradeaus. Die gehen mir momentan so auf die Nerven, dass sie sich immer prügeln müssen. Such die mal raus, die Bücher, dann schicke ich dir die Bilder davon. Muss ich die aber erstmal sauber machen. Ich wollte jetzt nicht verstaubte Bücher schicken, wo die Spinnen drüber laufen. Weißt du denn schon, ob du morgen früher Feierabend machen kannst, dass du wenigstens ein bisschen was von dem Samstag hast? Haben wir ja nächste Woche bei dieselbe Schicht, wa? Fällt mir gerade so ein. Da ist ja Frühschicht. Haben wir bei der nächste Woche Spätschicht. Ich glaube, dann darfst du uns nicht besuchen. Weil ich muss vorher die Haustiere, muss ich dann alle vorher nach draußen gehen. Oder kommst du im Sommer? Dann können wir sie raussetzen. Im Winter solltest du uns nicht besuchen. Dann bestelle ich vorher noch ein bisschen Holy Eistee. Und dann machen wir uns einen schönen Tag. Also Marunuba liest viele Bücher. Ich bin eher so derjenige, der nicht so viel liest. Ich lese auch keine Texte zum Beispiel vor den Spielen, weil bei mir ist das Problem, ich lese einfach zu schnell. Ich spreche auch manchmal zu schnell. Und dann hört sich das so abgehackt an, wenn ich lese. Und das, ich finde das persönlich ekelhaft. Und mag es halt nicht. Ja. Ich habe auch nächste Woche Spätschicht. Ich sage dir, wir haben beide nächste Woche dieselbe Schicht. Du bist nicht dumm. Du hast nur andere Bücher, die du liest. Biege nach links ab. Liest du den Manga und so Animes? Liest du sowas?
Ich hoffe, man hört nicht, dass ich nebenbei am Essen bin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du damit gerade meine Frage beantwortet hast. Ne? Wir lesen auch keine Mangas. Ihr Bruder und mein Bruder, die waren da richtig steil drauf. Bin ja auch nicht so der Freund von. Also Fantasy mag ich auch. Da bin ich auch voll bei. Drachen, Fantasy, Dunklen Alter. Ich mag Züge. Ja, ich mag wirklich Züge, ohne Witz. Immer geradeaus und dann links ab. Biege nach links ab. Also, wenn mich jemand fragen würde, was Anime ist und was Manga ist, ich würde sagen, sorry, Dude, habe ich keine Ahnung von. Ja, früher habe ich sehr gerne One Piece geguckt. Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, so den ganzen Kram. Dann habe ich immer eine Zeit lang Hellsing geguckt. Ich habe Ghost in the Shell habe ich geguckt. Da gab es viele Sachen, die ich damals geguckt habe auf MTV oder Viva war das. Da kam immer abends ab 10 Uhr kamen dann immer diese Mangas, Animes? Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht sagen, wo der Unterschied ist. Da werde ich direkt gelünscht von den Leuten, die das gucken und sagen, ey, Alter, moi, das geht doch nicht. Aber müssen wir denn wieder schlafen? Ah, wir haben noch eine Stunde Fahrt und wir haben noch 8 Stunden Zeit, die wir fahren können. Da brauchen wir nicht unbedingt schlafen. Und Dinos mag ich auch. Und LKWs, die mag ich auch. Also zumindest im Spiel. Ich bin noch kein gefahren. Was hast du denn rausgesucht? Achso. Auf Amazon müsstest du einfach mal Castline tippen. Da findest du den auch. Die Bücher von ihm. Wenn du so ein Pad hast, nicht iPad. Ja, wie heißen die Dinger? Touchpad? Ich glaube, Touchpad ist das. Nee, Kindle ist das. Kannst du die da auch lesen? Junge, worauf wartest du? Na ja, dann hast du Pech gehabt. Da müsstest du die Kesselbücher auch lesen können drauf, glaube ich. Wollte mir mal eins holen, aber ich war zu faul. Biege nach rechts ab. Oh, das heißt zu faul. Ich hatte das Geld nicht dafür, sagen wir mal so.
Das war es noch nie. Also finde ich zumindest. Und ich bin auch niemand, der sehr viel liest. Also war ich noch nie eigentlich. Aber ich habe mir immer schöne Geschichten ausgedacht und habe mir dann immer, je nachdem, was ich für Musik gehört habe, habe ich mir das auch so vorgestellt, wie das aussieht, wie man das machen könnte. Und wenn das jemand anders dann liest, dann denkst du immer so, der wird das gar nicht so von dem Bild vor sich haben, wie du es im Endeffekt hast. Aber das ist ja halt deswegen, ich mache ja sowas nicht öffentlich, ich mache ja sowas, weil ich mal Spaß dran habe. Ich glaube, für das letzte Buch, was ich bestellt habe, habe ich jetzt, glaube ich, auch 15 oder 18 Euro bezahlt, glaube ich. Ist aber halt vorbestellt mit Unterschriften, ne? Also ich habe direkt Autogramm mit beigekriegt. Ja. Die Maranua, die braucht halt immer zwischendurch ein paar Bücher, deswegen kenne ich da die Preise. Ansonsten will ich sowas nicht kaufen. Ich will überhaupt keine Bücher ins Zimmer stellen. Lösungsbücher als Sammlung für Deko, das schon eher. So von Spielen, so Collector's Edition. Aber die kann sich ja auch kein Arsch mehr mittlerweile leisten. 130 Euro und dann musst du nochmal 50 oder 80 Euro Versandkosten dabei packen. Ja, ist auch schon ziemlich teuer. Da kaufe ich es mir lieber digital für 80 Euro, da habe ich mehr von. Jetzt blockiere ich mit dem Auflieger die Straße. Ja, es gibt Dinge, die sammelt man halt einfach. Da behält man, weil es halt Erinnerungsstücke sind. Solche Sachen habe ich auch. Immer geradeaus. Weil ich habe kein so großes Regal. Gut, wo willst du hin? Bleib mal da stehen. Eigentlich noch mal einen LKW reparieren. Ich hoffe, ich komme da hin. Komme ich nicht durch? Ah, kann ich da drüber fahren? Warte. Muss ich nochmal gucken, wie ich wieder hier runterkomme. Dich doch immer.
Wo ist der Aussichtspunkt hier? Der müsste hier irgendwo sein. Da vorne ist er. Geh gleich weiter, Sekündchen. Und bitte. Ja, du bleibst doch da stehen. Warum habe ich jetzt schon wieder einen Unfall verursacht? Warte, ihr geht mir auf den Sack mit euren scheiß Unfällen.
Ja, das stimmt. Die neuen Götter sind ja noch nicht da. Das DLC ist noch nicht bezahlt. Es war nur ein Witz. Ja, ja, ich weiß. Biege nach rechts ab. Hier rein, oder was? Es ist vorbei.